and Trevor is a... Trevor is a... Trevor is a what? Trevor is a good guy. He's got family. Got kid, ain't he, Floyd? That's it, right. Yes, Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so... Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's going to leave me. I mean, this is her place. And the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Well, show me. Show me, boy! Okay, I don't want to. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run. We got an inside man at the port of L.S. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really miss... Was zum Henker ist das hier mit den Autos gerade gewesen? Hallo? Die stehen gerade am Kopf. Aber dann mal noch herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Steig in deinen Laster. Begib dich zum Pier 400, ja. Wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Das letzte Mal haben wir ein paar Sachen geklaut. Like I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Floyd always was a stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well... there's been all these, Merryweather folks hanging around. Hey, Merryweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone now. The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil. That, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it... it ain't quite right. Afraid. Perfect. Can I get on board? No. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague, Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Merryweather guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. All right. We'll take a look at that as well.
Ja, natürlich machen wir das. Mal schauen, was wir alles so mitnehmen lassen können. Das hört sich angehört wie Öl. So, dann fahren wir hier mal rein. Go park and get the dispatch. Yep, will do. Go park and get the dispatch. Here comes the suit. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. Natürlich, es kann sehr schnell sehr scheiße werden. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Folge Floyd. Auch das werden wir machen. Durch den Hafen jede Menge Cargo-Sachen. Yeah, it's over here. You ever got helicopters coming in and out of here? You know, those big sky crane things that can pick up a whole container? Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Okay. Now that is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my... curiosity. Merryweather guys at 2 o'clock. They're giving Forrest a hard time, all right. Okay, that's also einer von dem Merryweather. We need two guys on the handler. A couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now. Yo, 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 machen wir doch. Jetzt sollen wir mit diesem Frachter hier fahren, aha. You drive and I'll spot. Steig in den Frachtlader. Das ist aber eine große Kiste hier. I guess they're gonna kick me out if I don't play along. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier than when he's neck deep in shit. They're so on to us. Bring die markierten Container zum Ladebereich. Ja, machen wir doch erstmal. So, those geht das so? Containers in Bay B. Hook it up. Okay, we got it. Let's take her down to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. Die lassen sich wirklich ziemlich gut fahren. Warte, ich muss mal gerade die Markierung wegmachen, weil die verwirrt mich gerade ein bisschen. Ihr habt bestimmt gemerkt, ich wäre gerade fast vorbeigefahren. Ich verstehe auch nicht, warum sie manchmal ausgeht und manchmal nicht. So, irgendwo sollen wir sie ja abladen. Ist so die Frage, wo? Setzt den Container im Ladebereich ab. Wahrscheinlich überall hier. Ist der Rahmen abgesetzt? Drücke nach rechts, um den Container abzusetzen. Now I'll get the other one for you. Me, anyway. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot! Ich glaube, er sollte einfach nicht so viel verraten, wenn er seinen Job erhalten möchte und uns irgendwie loswerden möchte. Dann sollte er die Sachen nicht von selber verraten. Also tun, als wüsste er von nichts. Und nicht dann plötzlich die Kräne erwähnen.
Das ist schon ein bisschen dämlich von ihm. So, jetzt müssen wir ein bisschen gerade rankommen. Na, komm schon, komm schon, komm schon. So, und runter damit. And attach it. Hey, naja. Whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not fellatiate no one to get this job. Deborah's old friends with the... Well, with the... With the say no more. You didn't fellate no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. Also er geht davon aus, dass Deborah hier jemanden irgendwas besorgt hat, jemanden runtergeholt hat oder sowas, was auch immer. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Müssen wir ein bisschen weiter nach unten. Und jetzt können wir wieder ein bisschen nach vorne fahren. Und ab damit. Okay, it's up to the top of the crane for me. Begib dich zum Kran. Na, wir fahren einfach mal mit dem Wagen dahin. Der ist ja schon hier in der Nähe. Da oben ist er, wir fahren natürlich noch dahin. Jo, 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 ich muss mal vorbei hier. So, und da ist auch schon der Kran. So. Und mal raus mit uns. Könnt ihr den Kranhof, um zum Führerhaus zu gelangen? Hallo? Ach so, ist der andere Kran, oder was? Der hier? Ich dachte, wir müssen den Kran da rauf, aber nein, wir müssen wohl hier den Kran rauf. Also auch eher wieder so ein Containerkran, der die großen Container anheben soll. Hey, there ain't time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Okay, jetzt dürfen wir den Kran hier ein bisschen fahren, oder was? Okay, I'm sitting here. What do you want? Lade die Container auf den Lastwagen. Drücke. First up, position the cabin over a container. First, ach so. You gotta line up the cabin over the container. Looks like you're in line. She's there. Lock her on. You got it. Now pick it up so it'll clear the other containers and move it down to the end. We need to go to the other end. Bay 5. So, jetzt müssen wir das Ding all the way to the end. Bis zum Ende fahren, oder was? Hoffentlich müssen wir nicht irgendwie lenken. Yeah. Ein gutes Stück, wo wir fahren müssen, hier. Achso, hier müssen wir ja rechts jetzt rücken, okay. That's the truck. Ease her onto it. You wanna line it up with the frame of the truck. Jojojo, das machen wir schon, um den Container abzusenken. Das geht aber schnell hier. So, und noch ein bisschen nach unten. The truck is clear to go. Signalman and crane driver working together. Now let's do the same thing again. Ja, aber ich mache ja schon. Ja, ich fahre ja schon. Schön, dass man hier nur nach rechts und nach links fahren kann, aber immerhin. Besser als nichts, nicht wahr? Ja, das brauchst du mir nicht zu erzählen, das hätte ich mir auch so schön denken können. Oh, müssen wir nach vorne und absenken. Absenken. Und das Ding nehmen wir wieder nach oben. Wechseln die Perspektive und fahren da. Natürlich möchte ich nicht den Gewerkschaftsführer enttäuschen. Ich muss jetzt auf Container. Mann, ich wollte gerade Gewerkschaftscontainer erzählen. Was zum Henker ist ein Gewerkschaftscontainer? Wir wissen es nicht. So, und da ist er auch schon. So, wir müssen nach da. So, ein perfekter abgesetzt. Na dann.
union thinks you'll get eye strain if you work any longer. Have a break. Nach 2 Minuten? Ehrlich? How about this view, huh? I'm gonna take some photos for the kids. Begib dich zum Aussichtspunkt am Ende des Stegs. Kletter mal hier runter, Trevor. Die SS Booker. Mach mit der Kamera ein Foto von dem Schiff natürlich. So, jetzt versucht er wieder mit, ach nee, doch nicht. Jetzt können wir machen. Fotografier den Bug des Schiffes. Fotografier eine Wache an Bord des Schiffes. Da ist doch eine. Fotografie des Schiffs aus der Totalen. Na dann. Benutze Quadrat, um die Bilder an Ron zu schicken. Wo ist er denn? Ron, 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 Ron. Fotos gesendet. Wunderbar. Wirklich eine schöne Sicht hat man hier. Fotos erhalten, Chef. Ich grab was aus und melde mich wieder, sobald ich es gefunden habe. One. Können wir mal hier gerade reingehen. Und das war's auch schon. Jetzt können wir wieder runtergehen, kann das sein? Ja, dann kletter mal hier rauf, mein Freund. Und hier mal runter. Da hinten geht's wieder runter. Machen wir schon eine große Höhe. Da hinten sind die Skyscraper. Da wird auch einer gebaut, wie es aussieht. Da sind nämlich ein paar Kräne dran da hinten. Das ist eine Aussicht. Da hinten ist wieder das Stadion oder was es war. Das Amphitheater, wo sie uns so leider so böse verscheucht haben. Aber erstmal geht es wieder hier runter. Dann müssen wir mal gucken, ob wir Wade wieder irgendwie befreien können. Ach, das Leben als Kranführer, das ist doch ein schönes. Trevor, you wanna see that warehouse? Come on. We can use the big rig. Jo, wir nehmen den LKW mal. Hallo, kleiner LKW. Steig in den Laster, fahr zum Dockbereich. Den haben wir gerade erst beladen. Ach, jetzt können wir mit ihm schon rumfahren. Und los geht's. Am anderen Dock? Was ist das? Normal. Rules don't apply to us, Floyd. We're going in. I don't know. The rules applied to me my whole life. I like rules. And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Ebra. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You've got a dead-end job. What? Dead-end? No. Floyd, it's dead-end. Being a unionized longshoreman's one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused. Entschuldigung. Fucking see me. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. Das ist doch noch der große Märtyrer, oder was? What are you, his mother? He's fine. The spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. Good. Keep him busy while we get to work. Allerdings. So, jetzt kommen wir hier rein, oder was? Hallo. Ein U-Boot? Hey, 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 hey! You can't come through here. It's restricted access. No entiendo. No understandio. Huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop! Where the fuck get do you think you're going? Get back out! Looks the guy confused. The guy don't speak English. Must have misread the manifesto. He said, no, here. Get out of here! Get out of here! Get out of here!
Der arme Kerl. Verlass das Sperrgebiet. Oh, den haben wir jetzt aber leider sehr, sehr wehgetan. Verlass das Sperrgebiet. Soll ich einfach das Auto mal mitnehmen hier? Begib dich zu Floyds Apartment. Ja, der arme Floyd, den lassen wir jetzt einfach mal so da in Ruhe. Highway Clearance. Oh, da hinten sind ein paar ordentliche Autos. Sieht zumindest aus wie ein ordentlicheres Auto. Dann nimm einfach mal das da hinten. Tja, so gehen wir mit Freunden und den armen Floyd lassen wir einfach da stehen. Dann schnappen wir uns mal diesen Viehtürer hier. Ein Bravado Buffalo Sportwagen. Eingehen Anruf von Ron. Trevor, these photos. You've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, yeah, yeah. I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Man, da war echt mal ein U-Boot drin. Hoffentlich können wir das nachher nochmal sehen. Wäre richtig cool, wenn wir sogar damit mal fahren könnten, mit U-Boot. Das wäre echt super. U-Boot fahren. Fände ich klasse. Ganz ehrlich. Weil es soll ja noch sowieso noch mehr Unterwassersequenzen geben. Unter anderem habe ich mental ja schon sehen können, dass man mit einem Taucheranzug hier rumlaufen kann, mit Neopren und vielleicht einer Tauchermaske, damit wir mal länger unter Wasser bleiben können. Fände ich cool, weil bis jetzt haben wir ja noch nicht so viel erkundet von der Unterwasserwelt von Los Santos. Aber das kommt vielleicht noch alles. So, aber erstmal zurück zu Ron's Apartment. Die Mission mal hier beenden. Mit Teer anlegen. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß ja noch nicht so recht. Wenn wir auf jeden Fall eine ordentliche Schussweste brauchen und ein bisschen mehr Karacho von unseren Waffen. Obwohl wir ja eigentlich schon jede Menge haben, unter anderem ja auch Maschinengewehr, das sollte eigentlich reichen. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich reichen wird. Ja, 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 alles wird hier ein bisschen brachialer, alles wird ein bisschen mehr Bum Bum. Und wir legen uns einfach mal so mit dem Militär an, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ich bin da noch sehr, sehr, sehr skeptisch. Mehr als skeptisch, um ehrlich zu sein. Weil die dürfen uns ja eigentlich auch zahlenmäßig sowieso überlegen sein. Überlegen ist uns ja sowieso jeder. Ich bin mal gespannt, was nachher Franklin und Michael noch so alles drehen werden. Und wann wir einen Deal zu dritt abwickeln. Das soll ja auch noch kommen. Bis jetzt haben wir ja erst einen richtigen Raubüberfall gemacht. Vielleicht wird das jetzt auch schon zu einem. Bin mal gespannt. So, da sind wir auch schon wieder fast am am Häuschen angekommen. So, unser Porsche ist aber schon weg. Ha. Ich glaube, wir müssen weiter links parken. So. Hallo, Ron's Apartment. Da sind wir ja schon fast da. Mit der Aktentasche hier. What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, Betty, you're just not cut out for honest work, all right? you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, that's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And... there. Perfect.
Based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Also, wir können es wieder auswählen, ob wir den Frachter holen wollen oder die Hochsee. Was nehmen wir denn? Frachter, Hochsee, Frachter, Hochsee. Ich glaube, wir probieren es mal auf Hochsee. Offshore. Deep Sea Adventure. Gotta be. Ich würde sagen, das bestätigen wir mal. Also das nächste müssen wir machen, ein Tauchboot beschaffen und den Lufttransporter beschaffen. You and Floyd can help. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Tell Floyd to find us a submarine and ask Ron where we can steal a heavy lift chopper. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Okay, wir sind also mit in den nächsten Überfall reingelaufen. Bestanden. Auskundschaften des Hafens. Missionszeit 21:51 waren also viel zu lange. Aber ansonsten haben wir ehrliche Arbeit und perfekt überwachen und Angestellter des Monats sind wir auch noch geworden. Was war das? So, jetzt müssen wir wahrscheinlich mit den anderen beiden noch ein paar Missionen machen. Und hier haben wir noch Nigel. Nigel haben wir eine neue Aufgabe. Aber was uns bei Nigel erwartet, meine Freunde, das sehen wir erst in der nächsten Folge von GTA 5. Ich mache mir noch schnell einen Punkt da rein, dass wir auch da starten können. Und ich würde sagen, bis demnächst. Boah, hier ist wirklich alles voller Scheiße, sieht das hier aus. Ich rufe noch Michael an. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me. You'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Okay, um den Raubüberfall vorzubereiten, geh als Michael in die Flugschule. Hey, auch da haben wir noch ein paar Aufgaben. Aber wie gesagt, alles in der nächsten Folge und die danach. Als Vorbereitung für unseren nächsten Raubüberfall. Bis dahin, euer Moscher.